Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Sport. Hin am Abend ratschen bei uns alles um den Fußball, genauer gesagt um den FC Sitte. Der FC Sitte hat einen turbulenten Herbst erlebt. Wie turbulent, das zeigt das folgende Sujet. Beim FC Sitte träumt man an der guten Vorbereitung von einem Exploit im St. Jakob Park. Die Walliser kommen aber schnell auf den Boden von der Realität zurück. 0:3 gegen die Serie-Meister. So wie hier beim zweiten Basler Goal werden die Walliser ziemlich deutliche Limiten aufgezeigt. Der Bogo ist gespannt und darf noch nicht überspannen. Eine klare Botschaft in Richtung Didier Tolo und seiner Mannschaft. Schon früh in der Saison ist Gefahr im Anmarsch. Ja, was wollen der Kehrer? Wir arbeiten weiter, so wie bis jetzt. Und nachher sehen wir. Ich habe noch nie einfach aufgegeben. Und damit fange ich euch jetzt nicht an. Nach der Startniederlage geht es mit zwei Heimspielen weiter. Gegen St. Gallen gewinnt man. Im Derby gegen Lausanne geht man aber wieder als Verlierer vom Platz. Der Didier Tolo kann das 4 nicht löschen. Euch gegen Lugano verliert seine Mannschaft. Mitte August sind nach 4 Matchen 3 Punkte auf dem Konto. Der FC Sitte ist das Schlusslicht von der Super League. Der Christian Constantin reagiert. Der Didier Tolo muss den Club verlassen und der Präsident übernimmt vorläufig. Unter seiner Führung gibt es im Cup im Unterklassiker Romo einen deutlichen Sieg. In der Meisterschaft eine weitere Niederlage gegen GC. Am 22. August wird Peter Zeidler offiziell als neuer Trainer vorgestellt. Eine Überraschung für die meisten Beobachter. Ich habe das Gefühl, der CC hat Namen wie Gross oder Jakin ins Spiel gebracht, um ihn auf eine falsche Fahrt zu bringen. Jetzt hat er die perfekte Überraschung geschafft. Unter dem Ticho-Trainer startet die Walliser eine unglaubliche Serie. In 11 Pflichtspielen in Folge bleibt die Mannschaft ungeschlagen. Und der Zeidler setzt dabei auch regelmässig auf die jungen Spieler. Am 18. September gibt es in Neuenburg einen total verrückten Match zu sehen. Der FC Sitte setzt sich im Cup gegen Xamax durch. Offensives Spiel, ein hohes Pressing, der FC Sitte verblüfft. Der einzige Minuspunkt zu der Zeit, das Verhalten von Moussa Konaté irritiert einen Teil des Walliser Publikum. Jetzt hat das Publikum gewisse Erwartungen. Der Moussa weiss das. Ich habe gesagt, er mache im September ein Goal. Das ist nicht mehr möglich, der nächste Match ist jetzt halt am 1. Oktober. Aber wenn er im Oktober 2-3 Goal macht, dann bin ich gleich zufrieden. Eine Prognose als Volltreffer. Am 1. Oktober trifft der Moussa Konaté endlich wieder. Mit 14 Punkten klettert der FC Sitte auf den 5. Platz und legt mit dem 4:2 gegen GC an. Der Trainerwechsel hat eine neue Dynamik gebracht. Die Karten sind neu gemischt gekommen. Jetzt ist die Mannschaft langsam auf Kurs. Nicht zuletzt dank dem Reto Ziegler, der zum besten Torschütz von der Super League avanciert, muss sich euch im Derby Lausanne geschlagen geben. Der FC Sitte ist jetzt der erste Verfolger vom FC Basel. Am 2. November gewackelt die Serie von Peter Zeidler Schaffhäuser. Die Magie vom Cup und 4 Goal in der Verlängerung verhindern aber die Niederlage und die Ausscheidung. Nach dem weiteren Sieg gegen Thun geht es wieder auf Bären. Hier will man endlich die 20-jährige Sieglosigkeit beenden. Sitte dominiert, verliert aber 3:4. Die Serie von Peter Zeidler ist zu Ende. Eine Woche später muss sich der FC Sitte heute um Liga-Dominator geschlagen geben. Ein Offside-Goal entscheidet der Match. Ein Goal, das euch für eine Haufen Polemik sorgt. Gegen St. Gallen muss Sitte lange Zeit in Unterzahl spielen und verliert zum 3. Mal in Serie. Zum Abschluss brilliert der FC Sitte aber nochmal. Dem FC Luzern lässt man mit dem 3:1-Sieg keine Chance. Die Mannschaft, die im nächsten noch die Rote Laterne hatte, überwintert auf dem Podest von der Super League. Und das freut mich, jetzt bei mir im Studio zu begrüßen, den Trainer vom FC Sitte, der Peter Zeidler. Peter Zeidler, guten Abend. Guten Abend. Vom Schlusslicht von der Super League auf das Podest.
damals, wenn auch der Christian Constantin das erste Mal kontaktiert hat, für die Trainerzweite vom 18. Seite, was war seine Vorgabe? Was hätte er aus seiner Sicht erreichen müssen? Ja, ich habe schon gewusst, welche Tradition, welche Bedeutung Sion hat, dass sie schon in Europa gespielt haben, dass sie schon eine feste Größe sind in der Schweiz. Und deshalb war es für mich auch keine Frage, dass ich mich für diesen Club interessiert habe. Und dann war es eigentlich noch besser, als Constantin zu mir gesagt hat, er hätte sehr gerne, dass ich hier ins Wallis komme. Aber jetzt von den Zielen her, was hat er auch gesagt? Was soll man mit der Mannschaft erreichen? Ja gut, als wir uns einig geworden sind, war es vor seinem Spiel in Zürich. Also die Mannschaft war damals Zweitletzter. Dann nach der Niederlage in Zürich waren sie Letzter. Bevor ich angefangen habe, wir haben nicht groß über Ziele geredet. Ja, ich glaube, aber damals war die Stimmung schon schlecht, weil nach 5 Spielen erst 1 Sieg, 4 Niederlagen, rein ergebnismäßig war das einfach nicht gut. Aber er war eigentlich schon überzeugt, weil er auch der verantwortlich ist von der Qualität, die in seinem Kader steckt. Wenn man jetzt den Match vom letzten Sonntag anschaut, gegen Luzern, wenn man etwas kritisieren will, ist, dass man eigentlich viel zu wenig Goal geschossen hat. Du 6-7, wenn sogar noch Goal kennen, fast müssen schiessen. Ist die Chanceauswertung vielleicht noch ein bisschen der Schwachpunkt vom 18. Ja, wenn das nur unser einziger Schwachpunkt wäre, dann wäre es gut. Wir haben sicher noch etliche Schwächen, die wir noch verbessern können. Aber wenn man gegen eine Mannschaft, die, glaube ich, 6-mal nicht verloren hat, so dominant auftritt, so viele Torchancen herausspielt, dann ist das schon ein gutes Zeichen. Natürlich hätte man mehr verwandeln müssen, hätte man mehr Tore machen müssen sogar. Aber mich freut es trotzdem, dass wir sie haben, dass wir so gespielt haben. Das war teilweise richtig begeisternd und schön für unser Publikum. Und so wollen wir dann nächstes Jahr 2017 weitermachen. Der offensive Oberflieger in der letzten Saison war der Moussa Konaté. Tizer hat er über die weiten Strecken mehr gehabt. Wie hat er ihn persönlich erlebt? Sei es jetzt auf dem Spielfeld, rein vom Spielerischen her, aber vom Auftreten her? Ja, ich denke, dass Moussa Konaté, der ja auch noch ein sehr junger Spieler ist, er ist 23 Jahre alt, dass er sich sehr gut entwickelt hat. Es war wirklich eine schwere Phase für ihn Ende August mit den möglichen Transfers und den Nicht-Transfers. Das war nicht einfach, aber wir haben gemeinsam es geschafft, dass wir ihn auf den richtigen Weg gebracht haben. Es gibt immer noch viel zu machen, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes. Aber er ist auf dem richtigen Weg, hat auch schon 5 Tore erzielt. Und wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben. Und er setzt sich richtig, und das sieht jeder, er setzt sich richtig für den Erfolg der Mannschaft ein. Ihr seid ein Trainer, der extrem auf die Offensive setzt. Ihr spielt uns mit einem starken Pressing. Von wo kommt die Philosophie eigentlich? So habe ich Fußball gelernt. Wir haben in Stuttgart begonnen, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, liegt schon ewig zurück, selber mit diesem Pressing auf dem ganzen Platz zu spielen. Dann habe ich auch das Glück gehabt, dass ich 3 Jahre in Hoffenheim war, diese große Zeit mit den 2 Aufstiegen in die Bundesliga, wo wir dann auch mal kurzzeitig vorne waren. Ich hatte das Glück, dass ich 3,5 Jahre in Salzburg war, wo wir immer versucht haben, diese Art des Fußballs nach vorne mit Pressing, schnellem direkten Spiel nach vorne zu entwickeln. Da war ich dabei, hatte das Glück, und jetzt gilt es eigentlich darum, unseren Fußball weiterzuentwickeln. Und hier in Sion, in Sitten, bei uns im Wallis, da passt es natürlich schon, diese Art und Weise, frech zu spielen, wirklich offensiv zu spielen, aggressiv zu spielen und immer aktiv zu sein. Das passt sehr gut zu unserer Region. Ein weiteres Merkmal, seitdem ihr Zeiten seid, ist, ihr setzt sehr viel auf junge Spieler an. Ja, habt ihr schon gewusst, bevor ihr es unterschrieben habt, dass ein gewisses Potenzial da ist? Oder hat man das erst gemerkt, dass man gekommen ist? Ja, vorher habe ich es noch nicht unbedingt gewusst. Aber dann relativ schnell, schon am ersten Tag, habe ich einige Spieler gesehen und dann auch das Geburtsdatum gesehen. Das war vielversprechend. Und dann nach und nach haben sich weitere junge Spieler herauskristallisiert, auch Spieler, die wir selber geformt haben. Das ist das eine. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, und das tun wir auch nicht, dass wir etliche erfahrene Spieler haben, die auch ganz wichtig sind für das Gleichgewicht, sowohl von der Mannschaftsstruktur als auch für das Gleichgewicht im zwischenmenschlichen Bereich, im Teamgeist. Und da könnte ich die Spieler nennen, die wir alle kennen: Ziegler, Zverotic, Salatic, Kalitos, und ich denke nicht, dass ich einige von den über 30-Jährigen vergessen habe. Ist das allgemein? Ist das schwierig, die routinierten Spieler und junge Spieler, dass die anderen, sag mal, verstehen? Oder ist das absolut kein Problem? Ja, ich glaube, das ist die ideale Konstellation, wenn man ein paar erfahrene Spieler hat,
Ja, da zählt natürlich auch Pamadou dazu, der auch den Pokal gewonnen hat 2015. Und dann drumherum so ein paar im mittleren Alter mit Mweng, mit Adao und dann die jungen Wilden mit Lüchinger, Colo, Morgado und dann auch unsere Walliser natürlich mit Kerlen und mit Siron. Ist es erstens relativ kurze Zeit beim FC Sitte? Trotzdem, in der Zeit hat es schon relativ viel bewirkt und bewegt. Und was Fans und Spieler von Peter Zeidler halten, zeigt der folgende Beitrag. Jubelstimmung im Stade Tourbillon am Sonntag. Mit einem souveränen Sieg über den FC Lazzaro haben die Walliser die Herbstrunde auf die bestmöglichste Art abgeschlossen. Es ist der richtige Zeitpunkt für einen von den Architekten vom Walliser Höhenflug ein Kränzchen zu finden. Er hat uns wieder auf Kurs gebracht, er hat jeden einzelnen Spieler weitergebracht, besser gemacht, er hat die Jungen integriert. Wir haben 96er, glaube ich, in der Mannschaft, die in der Startaufstellung spielt. Von dem her ist es mutig, aber ich glaube, das muss auch das Ziel sein, dass man junge Talente fördern tut. Einer der Profiteuren des Trainerwechsels ist der Joachim Adao. Der 24-Jährige kommt unter Peter Zeidler regelmässig zum Einsatz. Er hat viel mit mir diskutiert und mir schon in der ersten Woche das Vertrauen geschenkt. Er hat mir nicht verstehen gegeben, dass ihm meine Persönlichkeit gefällt. Das hat mir zusätzlich Kraft gegeben. Auf der anderen Seite gibt es bei einem Kader von über 20 Spielern auch immer solche, die wenig oder gar nicht zum Einsatz kommen. Die bei Leinen zu halten, ist eine Herausforderung für jeden Trainer. Ich denke, was ihn unterscheidet, ist, dass er unbedingt den Kontakt will mit den Spielern, die eben weniger spielen. Und ich denke, das ist positiv, wenn einer unzufrieden ist und nicht glücklich ist, dass er spielt. Wenigstens hat er den Respekt vom Trainer. Und der Kontakt zwischen Trainer und Spieler ist da und ist etwas Wichtiges, dass wir als Gruppe die gleiche Richtung ziehen. Der Peter Zeidler ist auch einer, der den Kontakt zur Basis, zu Fans nicht fürchtet. So wie hier noch am Luzern-Match bei einem Fantreff, organisiert von der Unterwalliser Zeitung Le Nouveliste. Die treuen Anhänger des Traditionsclubs sind beeindruckt und begeistert vom neuen Hoffnungsträger. Ich verfolge die Spiele vom FC Sitte seit bald 50 Jahren. In den letzten Jahren habe ich häufig schlechte Matches gesehen. Jetzt zeigen die Spieler jeden Match vollen Einsatz. Das entspricht dem Walliser Charakter. Man muss so auftreten, diese leichter Niederlagen zu akzeptieren. Das ist bis jetzt einer der besten Trainer, der jemals hier war. So wie die Spieler den Moment auftreten, das habe ich noch selten gesehen. Immer im Angriff, immer vorwärts. Ich mag diesen Trainer wirklich. Und so geht es wahrscheinlich alle Sittener Fans. Er ist immer mit vielen Emotionen dabei und das, er lässt einfach seinen inneren Schweinhund uns auf dem Platz. Das ist einfach höher gut. Oder er ist mit Herzblut dabei und ich da immer an die Mannschaft. Und er gefällt mir einfach, wenn er das macht. Das alles. Der Peter Zeidler und der FC Sitte, die Kombination passt bis jetzt in alle Bereiche. Peter Zeidler als Trainer wird mir relativ schnell hochgelobt, wenn es mal gut läuft. Auf der anderen Seite, wenn es ein paar Niederlagen gibt, geht es so schnell mal ins Gegenteil. Wie wichtig ist auch persönlich die öffentliche Wahrnehmung von VfL als Trainer? Ja, natürlich muss man sich schon informieren, was in den Medien gesagt wird oder geschrieben wird. Aber wir hatten ja jetzt schon beide Situationen. Wir hatten diese wahnsinnige Serie zu Beginn und dann haben wir doch, aus welchen Gründen auch immer, 3 Spiele verloren und zudem noch 3 Spiele hintereinander verloren. Von daher habe ich das schon auch hier mitbekommen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass unser Publikum sehen, wie wir spielen, dass wir klare Prinzipien haben, dass wir diszipliniert sind, dass wir mit Lust und Freude spielen. Ich denke, das wird anerkannt. Das ist eigentlich der größte Erfolg. Jetzt unabhängig vom Ergebnis, dass wir eine Identität haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf diesem Weg weitermachen, jetzt unabhängig von dem, wie die Öffentlichkeit dann auch immer genau reagiert. Aber wir haben hier schon viele, viele Leute hinter uns. Das heisst, wenn man wenn positiv über das geredet wird in der Öffentlichkeit oder aber negativ, lässt man das an sich drachen oder bleibt man eher auf Distanz? Was mich persönlich angeht, habe ich es immer so gehalten, dass ich keine sozialen Netzwerke besuche. Ich denke, das sollte man als Trainer oder jetzt auch als Trainer hier in Sitten nicht tun, wo man doch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht.
das werde ich jetzt mit dem Erfolg nicht machen und dann auch, wenn wir vielleicht dann doch irgendwann mal noch mal ein, zwei Spiele verlieren, nicht mache. Da ist mir die Zeit zu kostbar, mir ist wichtiger. Und das ist gut hier und sehr gut möglich, wenn ich mit Leuten rede, natürlich auch über unseren Fußball und über unsere Mannschaft rede. Das mache ich sehr gerne und das ist mir wichtiger. Im Beitrag hat Reto Ziegler gesagt, dass ihr euch sehr regelmäßig mit den Spielern auseinandersetzt, die wenig spielen oder die gar nicht spielen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie holt man die Belüne? Ja, ich glaube, das ist für jeden Trainer im Profifußball und auch natürlich im Amateurfußball wichtig, dass man den Spielern, die nicht spielen, das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind, dass man sich für sie interessiert. Das ist das Allerwichtigste, dass man sie auch mag. Wobei der Spieler das nicht immer so empfindet. Der meint, man mag ihn nicht, wenn man ihn nicht nominiert. Da muss man trennen zwischen den persönlichen und den inhaltlichen Dingen. Aber klar ist schon, dass man mit denen vielleicht sogar mehr reden muss, mit den Ersatzspielern. Das haben wir jetzt gut hingebracht. Ist natürlich immer ein Prozess, der nicht ganz so einfach ist. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Zum Beispiel, wenn man Spieler, der sag's mal, 3, 4, 5 Match gar nicht gespielt hat. Ja, ich denke, man kann nicht alles immer erklären, aber man muss auch nicht künstlich jetzt irgendwelche Gründe erfinden, warum er nicht spielt oder da irgendwelche Argumente krampfhaft sammeln. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach das so sagt und dann erwartet man als Trainer im Trainerstab, dass das einfach so respektiert wird, auch wenn man es vielleicht nicht versteht. Und da hilft natürlich schon, wenn insgesamt, wie in jedem Beruf, eine gute, eine positive Arbeitsatmosphäre da ist. Und ich denke, das kann ich schon behaupten, dass ich mit meinen Kollegen da dafür sorge, dass das allermeistens der Fall ist. Ihr seid ein Trainer, der voll mitlebt, sei es an der Seitenlinie, im Training oder mit einem Fahnenlass zum Beispiel im Sonntag war. Ja, das ist die eine Seite natürlich von Peter Zeidler. Wie ist der Peter Zeidler privat? Kann man da überhaupt abschalten vom Fußball? Ja, das ist schon nicht ganz so einfach. Ich glaube, das muss jeder Trainer oder jeder, der immer unter Strom steht, egal in welchem Beruf, dann lernen, dass man versucht, das eigene Gleichgewicht zu finden. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Das ist schon eine große Aufgabe in unserem gesamten Leben. Ich bin auf dem Weg dazu. Ob mir das immer gelingt, weiß ich nicht. Aber es gibt schon Möglichkeiten, die ich auch gelernt habe, wie man das schafft. Hier im Wallis geht es einfach mit der Natur und mit den Dingen, die wir in der herrlichen Umgebung Natur machen kann. Mhm. Ihr habt sehr intensive Tag und Woche hinter sich. Jetzt letzten Tag noch einen kleinen Medienmarathon, sage ich jetzt mal. Termine mit Zeitungen, Radio zum Schluss noch mit Eis. Ja, gibt es jetzt bald mal Ferien oder geht die Arbeit noch weiter? Ja, es geht schon noch weiter. Ich denke, wir müssen jetzt auch vorbereiten, was wir im Jahr 2017 machen. Da sind viele Gespräche mit dem Trainerstab und natürlich auch vor allem mit unserem Chef, mit unserem Präsidenten. Das werden wir machen in den nächsten Tagen. Aber natürlich freuen wir uns dann auch auf ein paar geruhsame Tage mit der Familie. Und ich werde sicher auch ein paar Tage zu Hause in Deutschland sein. Wie sieht es in Sachen Kaderplanung aus? Sind da irgendwelche Veränderungen geplant oder hat man Wunschspieler vielleicht sogar? Ja, im Fußball, im Profifußball ist es immer so, dass es Transfers in beide Richtungen gibt, auch beim FC Sion. Es ist noch zu früh, um darüber zu reden. Aber wie gesagt, es wird Bewegungen in beide Richtungen gehen. Ich glaube, das wollen auch die Zuschauer. Ich hoffe, dass es nicht zu viele sind und ich hoffe vor allem, dass die Spieler, auf die wir jetzt gesetzt haben, auf diese 12, 15, 18, vielleicht sogar auch 20, dass die gehalten werden können, dass wir mit denen eine gute Rückserie 2017 spielen können. Peter Zeidler, besten Dank für das Interview und gerne. Schon mal einen schönen Festtag. Danke, gleichfalls. Und auch daheim sage ich, merci, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für das Interesse. Und zum Abschluss von der Sendung schauen wir uns jetzt noch ein paar von den schönsten Golfmaster-Seiten von dieser Herbstrunde an.